So, herzlich willkommen zum 10. Let's Play von Spyro the Renegade Trilogie. Heute wieder mit Gast. Corsa Arturo 16V, guten Tag und hallo. So, jetzt geht's in den Eishöhlen. Boah, 2480 haben wir schon. Jo, das sieht cool aus. Und wenn das durch ist, dann sehen wir uns ja auch im zweiten Teil. Ja. Also die Welt, die danach kommt, wenn wir die fertig haben, ist das halbe Spiel durch. Aber ich glaube, wir waren es wohl vier oder fünf Welten durch. Ich kann euch schon mal sagen, hier der erste Teil, da bin ich ja eh sowieso bei, wie ihr mitbekommen habt, das wird bei Spyro 2 und 3 natürlich auch sein. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ja. Ah, die sehen doch cool aus. Kannst du mal... Ja, und gucken, ob man hier runter kann? Nee. Nee, das könnte wehtun, wenn du da runter gehst. Ja. Das wäre ungesund. Was bist du für einer? Aha, okay. Ich denke auch, der ist der coolste. Ja, ja. Mit seinen dicken Armen, dabei ja. Kann er gar nichts. Aussehen wie Dwayne Johnson bringt wohl nichts. Nee. Da war irgendwas. Achso, das war so ein Vieh. Jo. Ja. Ist das grün? Achso, gut. Alles klar, ein Zweier. Boah, hm. Hier, voll der Dwayne Johnson. Ja. Von wegen. Der kann ja nix. Ja. Also Dwayne Johnson schon, aber nicht der Typ da gerade. Der Gegner natürlich nicht. Vollweg. Sei schön vorsichtig, Kleiner. Warte, bis du so groß bist wie ich, bevor du die großen Gegner angreifst. Na klar. Jo. Spyro wird leider nicht größer. Nee, der bleibt so. Habe ich noch nicht in großer Form gesehen. Der bleibt so. Wer weiß, vielleicht kriegen die Spielhersteller das vielleicht hin, aber momentan hat er seine Größe. Ja, ah, dahinter ist kein Weg. Daneben gefeuert. Grill. Genau. Treffen muss man auch können. Ja. Mit dem Eis ist nichts. Ah, ich hau erstmal den hier zu breit. Genau, mach mal den erstmal platt dann. So. Tut so, als wäre der coolste, aber kann natürlich nichts. Alle Zweier drin gewesen. Jo. Hier konnte man nicht rein. Nee. Ah, ne, der Glanz ist hammergeil hier in dieser Welt. Jo. Ah, hier ist ein Atomi. Schon weg damit. Jo. Na dann. Genau. Das schmeckt. Jo, nochmal lecker. Können die überhaupt was? Nö, die können ja auch nicht, ja. Na, wer bist du denn? Todor. Psst, Spyro! Da vorn sind ein paar große Norks, die Rüstungen tragen. In der Eishöhle kann es dadurch ziemlich rutschig werden. Ja, ziehen wir uns ein paar Schlittschuhe an und dann geht's los. Ja. Da kommen wir noch einen Durchgang da. Ah ja, da kommen wir von dort rüber. Mhm. Da müssen wir einen kleinen Umweg nehmen. Ja, das geht ja auch noch. Ja. Ja. Okay, ah. Da kommen wir nicht ran. Die sind Deko. Habe ich gerade mitgekriegt. Die wären sonst schon längst zu dir gekommen. Ja? Da war nix. Werden wir nachher sehen, ob wenn wir die Zahl voll kriegen. Jo. Da kann man gucken. Da ist das viel mit der Rüstung. Jo. Na dann, Achtung, glatt. Da muss man ganz schön aufpassen. Jo. Und tschüss. Hm, na klar. Was willst du? Der denkt, wenn der zu kalt ist, dann heizen wir den ordentlich ein. Der denkt, der ist es. Ey. Irgendwie der, ja. Der denkt auch, der ist es. Und da unten ist der tot. Ja. Da unten, ja. Was lass nicht da unten ab? Ja, zeig mal hier nicht so mit deine Arme. Wenn die nicht mal einsetzen kann. Nee. Und da ist ein Leben.
27 Leben, ich glaub's nicht, meine Glückszahl. Geil. Andor, der Vorletzte. Danke, dass du mich befreit hast. Hast du nichts zu sagen? Okay, gut, dann bitte. Das, was ich befreit haben. Ja. Zu dir komme ich gleich. Erstmal hier alles einsammeln. Oh, ein Trainer war da drin. Cool. Ja. Und das wurde hin. Ja, wie kommt der jetzt? Von da oben oder so? Später auf jeden Fall. Da müssen wir irgendwie noch hochkommen. Ja. Grill. Ja. 176 schon. Boah, war das knapp hin gewesen. Jo. Nee, da kommen wir noch nicht hin. Wir überlegen, wie man das nochmal den. Ah, hier lang. Genau. Und da wir bei Glück ist das hier nicht glatt. Das sieht zwar glatt aus, aber wieder fast getroffen hat er mich. Ja, ich habe da noch eine. Ich möchte mal eine kleine Info geben. Und zwar, weil wir eine runde Zahl haben. Wir haben ja schon das 10. Let's Play jetzt hier. Deswegen würde ich sagen, oder. Beziehungsweise mitteilen, dass ich ebenfalls noch einen eigenen Kanal laufen habe und hier bei uns zu Gast bin. Und der Kanal heißt Arc PS4 HD Gaming. Für alle Arc-Fans, wer Bock hat, kann gerne reingucken. Ja. Auf jeden Fall ist für diesen Arc-Kanal gerade frische Gebäude gebaut und so. Und Tutorials werden da gezeigt. Auf jeden Fall ist mein Kumpel zwar auch noch Arc-Anfänger, aber man sieht schon, dass er schon was drauf hat. Und scheiß, abwärts mit dir. Ja, ja. Mit den 10er. Du denkst auch, du bist das, wa? Du runtergefallen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, na, auf jeden Fall. Tutorials sind jetzt eher noch nicht drin, aber das kommt alles nach und nach. Erstmal ist wichtig, dass man da drin aufbaut, da bin ich jetzt bei. Und ein paar Videos sind schon zur Auswahl, die man. Jo, super. Triathlon erhalten. Das läuft doch. Kleine Trophäe. Ah, das war um diese Schlitsch, diese Fischerplatz. Ich glaube, das waren doch welche zum Einsammeln, aber wie kommt man da ran? Ja. Ja, das ist jetzt auch komisch. Ja. Okay, gleich geht's weiter mit dem anderen. Ah. Ach, okay. Randspringen oder was? Ja. Ah, super, dann heißt es die anderen nur noch holen. Ja. Das soll man erstmal wissen. Da müssen wir sowieso noch mal hin und dann nehme ich da gleich die Abkürzung und springe runter, wenn ich da rübergeflogen bin an der Stelle. Ja, dann geht's ja. Auf jeden Fall ranspringen dann, wenn. Ja, ey. Das mir jetzt nicht mehr hingefallen ist. Ja. Ich hab doch das Spiel früher mal gespielt schon. Das war sehr lange her schon. Kann vorkommen durch die Jahre jetzt. Ja. Muss ja mal überlegen, wie man da hinkommt jetzt. Auf jeden Fall ist der letzte Drache da. Übergleiten geht da nicht, ne? Das ist ein Stück höher. Ah, gut. Ja, gut, oder so. Abwärts. Was bist du für ein Klöpster? Und Chef. Ja. Weg mit dir. Genau. Anders kriegt man ihn nicht besiegt. Ne, es geht nur so. Mit Feuer, da kann man nichts machen. Bei denen. Ja, weil die eine Rüstung haben. Ja. Auf jeden Fall bringt er uns immer noch der Schlüssel. Aber wir wissen ja, wo der ist. Da müssen wir an so einer Erhöhung runterfliegen. Jo, dann habe ich noch einen kleinen Hinweis. Und zwar sind schon 4 Videos für die neue Karte Extension draußen. Ja. Gut gemacht, Spyro. Einige Drachen dachten ja, du wärst noch nicht bereit, aber ich wusste es besser. Ich bin sowas von bereit. Wofür genau? Oh, die anderen 3 Drachen haben wir schon mal. Jo, das sieht doch wie das. Schon mal nur speichern. Ja, hier da unten. Gut, schon mal danke, wenn ihr dort reinguckt. In den A-Kanal. Das ist das Ziel, da gehen wir auch noch nicht rein. Eine Erhöhung muss man nämlich auch noch runterfliegen. Für den Schlüssel. Und dann gibt es da bestimmte Sachen, die meisten YouTuber sagen, aber genau das sage ich nicht.
Ja. Ah, die Nachbarn sind mal wieder unterwegs. Jo. Wir haben ein bisschen Loader heute, aber kennt ihr ja auch schon, ne? Auf irgendwas muss das doch. Ihr seid da oben im Leben, zwei Stück sogar. Okay. Huh. Sind wir denn da jetzt hinkommen? Da jetzt hoch. Ist ja auch komisch. Da runter geht's nicht, da ist er tot. Hm. Ja. Sind wir da oben zwei fette Leben? Ja, da sieht man das. Vielleicht gibt's hier irgendwo noch eine Erhöhung. Da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht berühre. Genau, sonst geht's nach Hause. Und ihr wollt. Fünf Drachen sind hier sogar, fällt mir gerade auf. Okay. Ascha. Danke für die Rettung, Spyro. Also, wo war ich? Okay, alle Drachen gefunden für diese Welt. Ja, irgendwo muss noch die Stelle sein zum Unterfliegen. Hä? Das ist so ekelig. Das ist jetzt richtig komisch, ja. Ja. Deswegen, boah, genau, guten Hunger. Ich habe noch nicht mal die verschlossene Truhe gefunden. Das ist ja so ekelig da dran, ne? Aber wenigstens wissen wir schon mal, wie man jetzt an die zwei Juwelen kommt. Oder man konnte den normal holen. Ich opfer es einfach mal. Hm. Okay, nee, gut. Dit wird nix. Schade. Okay, wissen wir Bescheid, müssen wir einen anderen Weg suchen. Zum Glück haben wir genug Leben. Wird geladen. Das Video wird etwas länger, so wie es aussieht. Ja. War aber ein Versuch wert. Ach, bei den Clubs da hinten dran. Der denkt auch wieder, der ist es. Guck mal, wie er da steht. Da nehmen wir mal. Oh ja. Das war jetzt nicht so gut. Nee, aber gut, den kriegst du. Okay. Zwei runter, vielleicht mit dem ersten Mal. Ah, das war eine, den hatten wir schon. Jo. Immerhin kommen wir jetzt an die zwei ran. Ah, da war. Hä? Ist da auch noch? Oh jo. Tatsache. Okay. Ah! Ja, so jetzt natürlich auch. Warum ich da von hinten schon aufgekommen bin. Okay, und jetzt dahin. Mhm. Ja. Da ist schon mal die verschlossene Truhe. Ja, haben wir die auch schon mal gefunden. Jetzt fehlt uns nur noch die Stelle, wo der Schlüssel ist. Da unten. Ach, so macht man das. Rüber und dann, gut. So, den hätten wir dann auch. Jetzt müssen wir nochmal hier. Ja. Den gleichen Weg nochmal zur Truhe und dann geht's dann natürlich auf durch den Schlüssel. Also noch von die Welt im komplett haben. Ah ja, die war hier nicht. Nee. So was war ich diesmal nicht. Boah, meine Welt hier. Ja, das war knapp. Oh, die Nachbarn sind ganz schön laut wieder mal. Ja. Aber ihr seid das ja schon gewöhnt. Das ist halt der Nachteil einer WG halt. Lässt sich leider nicht vermeiden, dass er dann laut wird unter Nachbarn. Und da sind die zwei, die ich ja noch holen muss. Jo. Jo, dann. Zack. Und geöffnet. Oh, die Zähne war sogar drin. Jo. Ja. Ja, jo, ist jo. Gedacht, alle gefunden. Ja, nur noch die anderen Winnen hier. Zack, komplett oh. Die Welt. Die werden cool. Auch. Ja, die sind auch erledigt. Super. Das war's. Könnt man nach Hause. Und Sparks ist auch satt. Ja. Und hat's wieder köstlich geschmeckt.
Eine komplette Welt wieder. Jo. Direkt abgeschlossen, so muss das sein. So. Und zack, das war's dann erstmal wieder. Rückkehr nach Frieden, Stifter. Ja, dann stiftet den Frieden erstmal. Jo. Wie beim letzten Mal, da wurde der Frieden auch schon gestiftet. Ja. Und ich würde sagen, die... oder machen wir dann ein extra Video? Mit der Fahrt des Ballons? Ja, machen wir ein extra Video. Ja. Können wir eigentlich machen. So, und dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video erstmal war. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Wenn wir den Ballon nehmen und zur nächsten Welt reisen. Weil wir haben ja alles, außer die Flugwelt. Da fehlen noch 40%. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Oder bis gleich, vielmehr.